Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zu den aktuellen Transfergerüchten des FC Schalke 04. Also viele haben sich da gewünscht, dass das mal so ein bisschen kommt, also dass wir Transfergerüchte nicht allgemein machen, sondern eben für den FC Schalke 04, nur für den FC Schalke 04. Und da ich nun in den kommenden Wochen wirklich viel Zeit haben werde, habe ich mir gedacht, fangen wir doch heute mal am Mittwoch an mit den aktuellen Transfergerüchten von Schalke 04. Also es gibt schon so ein paar, zum einen Franco Di Santo könnte ja vielleicht gehen und vielleicht sogar schon in den nächsten Tagen ein Neuzugang. Amin Harit soll ja ganz oben auf der Liste stehen, man soll sich wohl auch schon geeinigt haben. Mehr dazu gibt's aber gleich im Video. Viel Spaß dabei! Als klarer Verkaufskandidat galt zuletzt bei Schalke 04 immer wieder Franco Di Santo, der Stürmer, der von Werder Bremen kam. Hat, bevor er nach Schalke kam, eine überragende Saison gespielt, zusammen mit Davy Selke vor dem Sturm bei den Bremern. Das war richtig, richtig gut. Man konnte eigentlich kaum Fehler machen, aber er konnte einfach überhaupt nicht überzeugen. Tedesco will ihm wohl nochmal eine Chance geben. Er will ihn sich anschauen, ähnlich auch wie bei Konoplyanka und Stambouli. Allerdings, wenn dann ein Angebot reinkommt, was passend ist, glaube ich schon, dass man Franco Di Santo abgeben wird. Hannover hat extrem großes Interesse, denn da plant man nicht mehr mit Erling. Benchop wird auch gehen, Gier wurde wieder ausgeliehen und Sobich wird ja Hannover auch verlassen. Somit hätte man dann in Anführungsstrichen nur noch Niklas Füllkrug und Martin Hahn für vorne drin. Di Santo kennt Horst Held ja noch, wie auch André Breitenreiter, der Trainer und Manager. Also Trainer Breitenreiter, Manager Held von Hannover 96. Held hat ihn an der Schalke geholt, auch Breitenreiter hat ihn nicht wirklich so in Form gebracht, aber Held bestätigte bereits auch das Interesse. Er hat gesagt, bei dieser Personalie macht es Sinn, geduldig abzuwarten. Also vielleicht wartet er darauf, dass Tedesco sagt, ja komm, den brauchen wir nicht. Gibt ihn ab und dann kann eben Hannover ein paar Millionchen bieten und sich Franco Di Santo schnappen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das was wird. Ich glaube aber schon, dass man ihn auch Schalke abgeben wird. Außer er würde jetzt extremst überzeugen, aber da werden dann eher Burgstaller und auch Brilem Bolo eine größere Rolle spielen. Nachdem Serge Gnabry zum FC Bayern München gewechselt ist, kam ja immer wieder Gerüchte darin auf, dass er eben verliehen werden soll. Hoffenheim gilt wohl als Favorit, Schalke wurde ja auch genannt, aber der Wechsel wird wohl nicht stattfinden. Wie gesagt, Hoffenheim ist der Favorit, sollte er ausgeliehen werden. Schalke hat wohl kein Interesse an Serge Gnabry. Er will ja auch selbst international spielen und das würde ja eigentlich nicht wirklich passen zu dem, ja, zu der Saison beim FC Schalke 04, denn dort spielt er eben nicht international, hat er ja auch immer wieder betont bei Bremen, dass er unbedingt international spielen will. Deswegen scheint ein Wechsel zu TSG Hoffenheim oder auch nach Hertha BSC deutlich wahrscheinlich. Also wie gesagt, Schalke galt als Interessent. An diesem Gerücht ist aber wohl nichts mehr dran. Schalke 04 sucht nach einem neuen Innenverteidiger. Man hat ihn wohl nun gefunden. Pablo Insua soll der neue Mann für die Innenverteidigung sein. Er ist 23 Jahre alt, wie gesagt, Innenverteidiger spielt er. Er ist U21-Nationalspieler Spaniens und er war wohl am Wochenende zu finalen Gesprächen in Gelsenkirchen beim FC Schalke 04. Also da könnte wirklich, ja, ein neuer Spieler da sein, den wir eben dann für die Innenverteidigung bekommen. 3,5 Millionen Ablösesumme will man wohl von Schalke 04 bekommen, will Schalke auch zahlen. Da ja Tedesco mit Dreierkette plant, so heißt es zumindest, sucht man da noch nach einer weiteren Alternative. Pablo Insua soll es nun wohl sein. Ich bin gespannt, wie er einschlagen wird. Ich kenne ihn persönlich nicht. Wenn ihr ihn kennt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich, wie gesagt, kenne ihn nicht. Aber natürlich, den geben wir eine Chance. 23 Jahre alt, hat noch Potenzial. Ich freue mich auf jeden Fall auf ihn. Ebenfalls vor einem Wechsel zum FC Schalke 04 steht ja, wie gesagt, Amin Harit, der momentan bei FC Nantes spielt. Also er soll wohl 8 bis 9 Millionen Euro kosten. Das hieß es bislang zumindest. Allerdings fordert wohl der Präsident vom französischen Club deutlich mehr, mindestens 10 Millionen. Also da war eigentlich schon alles fix, jetzt heißt es wohl auch, dass Harit den Wechsel erzwingen will. Sowas hat man ja in Deutschland schon öfters mal gesehen, bei zum Beispiel Çalhanoğlu nach Leverkusen. Also ich bin mal gespannt, wie das so ablaufen wird auf jeden Fall. Wie gesagt, momentan heißt es dann eher, wenn man nach den Quellen vom Wochenende geht, 8 bis 9 Millionen Ablösesumme. Er ist 20 Jahre alt und unterschreibt wohl einen 4-Jahres-Vertrag bis 2021. Und Heidel hat sich auch schon zu ihm geäußert, hat gesagt, er ist ein richtig guter Junge. Also ich bin sehr gespannt auf ihn, er spielt eigentlich auf der 10er-Position, kann allerdings auch auf beide Flügel ausweichen, also er wäre sicherlich ein Kandidat für eben die 10, sollte Max Meyer gehen, aber darauf werden wir gleich nochmal ein bisschen genauer gucken.
Max Meyer will nach aktuellem Stand seinen Vertrag, der 2018 ausläuft, nicht verlängern. Man überlegt auch Schalke ihn zu verkaufen, auch er überlegt wohl, ob er Schalke verlassen will, da er eben meint, seine Entwicklung ist ganz extremst stagniert. Momentan ist er bei der U21-Nationalmannschaft, die sich ja gestern im Elfmeterschießen fürs Finale qualifiziert hat, wenn man denn so will. Also da stehen sie im Finale mit Max Meyer, der eine richtig, richtig starke EM spielt. Aber danach aber nach Schalke zurückkehrt, ist momentan wirklich fraglich. Hoffenheim wurde ja zuletzt genannt, sehr genannt, aber auch Tottenham Hotspurs, die haben wohl auch schon eine Ablösesumme geboten in Höhe von 20 Millionen Euro. Und das wäre sicherlich eine Summe, bei der man auf Schalke nicht Nein sagen würde. Hoffenheim will wohl nicht so viel bezahlen, man will auch nicht so viel an Gehalt ausgeben. Also das ist eher unwahrscheinlicher, dass er dahin geht, eben wegen der Ablösesumme. Tottenham hat da weniger Probleme. Und wie gesagt, es ist unwahrscheinlich, dass er über 2018 hinaus bleibt. Wir haben ja auch schon gesehen, Harit wird wohl kommen. Ein Zehner würde auf Meyers Position spielen. Man hat da ja auch noch zum Beispiel Donis Avdija oder Leon Goretzka. Also da ist die Frage, wie Tedesco plant. Aber dieser Kauf, dieser mögliche, wahrscheinliche Kauf von Harit spricht eher dafür, dass Max Meyer die Schalker schon in diesem Sommer verlassen wird. Und zu guter Letzt haben wir doch ein Transfergerücht um die Schalker, was ja eigentlich heute erst so richtig hoch geschwappt ist. Amin Yunus soll wohl bei Schalke ganz oben auf der Liste stehen. Wie gesagt, Meyer wird wohl gehen und dann braucht man da natürlich einen neuen. Harit wird wohl wahrscheinlich auch kommen, aber man will wohl auch Amin Yunus holen. Der hat bei Ajax, dem Schalke-Gegner, im Viertelfinale der Europa League hat er richtig gut gespielt. Noch einen Vertrag bis 2018. Deswegen wird Ajax ihn wohl abgeben, sollte er diesen nicht verlängern in diesem Sommer. Beim Meyer-Abgang, wie gesagt, ist er wohl ein ganz heißer Kandidat. Der ist ja eigentlich ein Linksaußen, da spielt er richtig, richtig stark. Ist ja auch im Konfett-Kader von Deutschland. Und Christian Heidel gilt wohl als großer Bewunderer. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, ob man ihn holen wird. Ich persönlich würde es ja schon feiern. Also ein richtig, richtig starker Linksaußen, sehr, sehr dribbelstark, extrem schwierig zu verteidigen. Muss man nur mal Thilo Kehrer fragen. Also ich würde es begrüßen, wenn er kommen würde, dann hätten wir einen richtig, richtig starken Linksaußen. Ich würde dann sogar Kuno Bianca abgeben, aber naja, das ist ein anderes Thema. Also ich fände Yunus richtig, richtig nice. Wie ihr es findet, schreibt es gerne in die Kommentare. Das waren also die aktuellen Transfergerüchte rund um den FC Schalke 04. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen und natürlich auch noch ein Abo da, wenn ihr einmal dabei seid. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Natürlich auch, wenn wir uns dann in den kommenden Tagen und Wochen sehen. Bundesliga-Check steht an. Ich freue mich richtig drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns spätestens am Sonntag bei den Transfergerüchten. Da geht es nicht nur um Schalke, sondern auch um alle anderen Clubs. Und wenn euch dieses Projekt gefällt, nur mit Schalke-Transfergerüchte, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so findet, ob wir das vielleicht auch noch über ein, zwei andere Clubs machen, auch wenn das zeitlich vielleicht ja nicht so einfach wird, aber auch möglich ist. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video.